Windows-Boss sagt Hallo zu einer neuen Anleitung. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr das Rechtsklick-Menü unter Windows 11 transparent machen könnt. Wie das genau funktioniert, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Wir haben euch in den letzten Videos verschiedene Methoden gezeigt, um euer Windows 11 ein wenig aufzupeppen, was das Design betrifft, wie zum Beispiel hier die transparente Taskleiste oder eigene Widgets erstellen, die Hintergründe und noch vieles mehr. Was wir heute machen wollen, ist ein transparentes Rechtsklickmenü. Wenn ich hier rechtsklicke, dann seht ihr, dass das hier schwarz ist, der Hintergrund. Ich möchte aber, dass das hier transparent aussieht, genauso wie meine Taskleiste. Und auf welche Webseite müssen wir? Natürlich wie immer auf GitHub. Hier sind pfiffige Erfinder am Werk, die ständig neue Software hier programmieren, damit ihr euer Windows hier aufpeppen könnt. Und hier gibt es das Ganze sogar für Windows 10 und auch für Windows 11. Wie immer in der Videobeschreibung der genaue Link. Wir laden uns das einmal herunter. Das geht recht rasch und ist auch winzig klein, die Datei. Und wenn ihr das heruntergeladen habt, dann müsst ihr die Datei entpacken. Entweder mit 7-Zip oder WinAce oder WinRAR. Rechtsklick, hier entpacken. Und ihr bekommt hier diese zwei Dateien, Injector und Hooked.dll. Im Prinzip müsst ihr nur noch die Injector-Exe doppelklicken. Und hier steht, wir sollen eine beliebige Taste drücken. Und wenn wir die beliebige Taste drücken, dann beenden wir das Ganze. Das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen ja das Ganze lassen. Das heißt, wenn ich das jetzt schließe und Rechtsklick mache, dann seht ihr, was passiert ist. Jetzt habe ich das Ganze transparent gemacht. Und ich denke, das sieht doch genial aus. Ich habe den gleichen Hintergrund jetzt wie hier mein Desktop. Und für mich persönlich, auch hier, wenn ich in den Starteinstellungen gehe, sieht das einfach nur genial aus. Ich habe diesen Acryl-Hintergrund, der sich an meinen Hintergrund anpasst. Und wie gesagt, das Ganze kostenlos. Wollt ihr das Ganze beenden, einfach nur eine beliebige Taste drücken und ihr habt das Ganze rückgängig gemacht. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Windows Boss sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.